Tag und herzlich willkommen wieder zurück zu FIFA 16 im Karrieremodus mit Bielefeld und mir, dem Trainer MGMO Smith. So, wir haben im Büro eine Nachricht. Ein Spieler ist verletzt. Er wird für 6 Tage ausfallen. Afdija. Puh, zum Glück nicht Jamison. Das ist ja schon mal gut. So, und 6 Tage ist jetzt auch nicht die Welt. Tja, wir können schon mal den einen Tag noch simulieren. Wow, gleich so viel. Gescoutete Spieler, folgende Spieler wurden gescoutet. Jo, Spieler verletzt, hat man schon, Nachrichten. Trainer, ich würde beim nächsten Spiel gerne auf der Bank sitzen. Ich fühle mich nicht in Form und brauche ein paar Tage Ruhe. Ist mir klar, Bacic, du bist definitiv heute nicht in Form, weil du bist fertig. So, wir sind Tabellenplatz Nummer 11. Hannover 96 ist unser Gegner und die sind Tabellenplatz Nummer 15. Wir müssen Punkte einfahren. Punkte, Punkte, Punkte. Wie weit würden uns 3 Punkte bringen? Ja, im Bereich der ersten 6 Plätze wäre natürlich schon mal in Schlagdistanz. So, Problem selbst beheben und speichern. Nee, nicht speichern. Aha, nee. Nicht speichern. Automatisch ersetzen. Machen wir einfach mal so. So, wir sind auswärts bei Hannover. So, Bacic darf heute auf der Bank sitzen. Bring ich... Wo ist Nöte? Da ist Nöte. Wieso ist da Nöte? Keine Ahnung, wurde schon wieder zu viel rumgedingst. Ich nehme ZDM mit. Um Behrendt da von Anfang an spielen. Afane und Maida sind beide fertig. Ich nehme Avendo heute raus. Bring ich Johnny für... Merilles kann raus. Brauche ich einen Rechtsverteidiger. Lang, da ist er. Konkai Korn für Gintner und Burmeister für Tah. So sieht's aus. So müssen wir heute spielen. Und ja, dann spielen wir heute so. Maidat leider heute nicht so fit, wie man gerne hätten. Aber irgendwo muss man ja auch Abstriche machen. Es hilft ja einfach nicht. Und ja, gegen Hannover 96 müssen wir jetzt nicht in Top-Besetzung normalerweise spielen, aber die sind uns dicht auf den Fersen. Wenn die heute 3 Punkte machen, dann könnten die uns sogar catchen und da habe ich jetzt nicht unbedingt den Bock zu. Deswegen Vollgas von der ersten Minute und Tore schießen, so sieht's aus. Und das machen wir auch hoffentlich. Und ja, dann fangen wir mal an. Die 96er haben den Anstoß. Ja, spielen natürlich erstmal abgeklärt nach hinten. Wollen natürlich nicht gleich hier in die Vollen gehen. Kommen aber gerade mal gut durch. Oh, hier ein bisschen Hilfe. Abseits, gut. Dann kriegen wir halt so die Hilfe. So. Kurz ausgeführt, das Ding. So, ich sollte nicht so lang laufen. So, ich gebe nochmal zurück. Kämmlein läuft da. Premium. Setzt sich auch wunderbar durch. Da ist er frei. Da ist er frei, der gute Herr. Jamison. Oh, schöne Position. Oh, zweimal schön abgezogen. Jetzt haben wir eine Ecke. Schade. 2 wunderbare Schüsse. So, Gosens mit der Ecke. Ah, schade. Alter, wer hat ich hier umgehauen? So. Jetzt wollen die 96er natürlich hier irgendwo ein bisschen kontern, aber nichts gibt's mit mir. Ah, Hemmlein kommt da nicht hin. Schöner Steilpass. Nach vorne Richtung 16er, aber klappt halt nicht immer. So, aufpassen, Leute. 96 ist gefährlich. Vom Daheme. Da müssen wir schon mal aufpassen. So, da sind wir zwischen. Passt. Nöte. Läuft hier gut. Aber kommt hier nicht durch. Schade. So, haben wir abgefangen. Spielaufbau. Die nächste. So, Nöte!
Ah, kommt da nicht mehr hin. Torwart. Ja, einfach mal da, wo er hingehört. Ins Tor, haha. Nee, rechtzeitig rausgekommen und grapscht uns da den Ball weg. So, schön weggeköpft. Kein Problem hier. Ah, shit. Zu weit gelaufen hier mit Hemmlein. Zu eigensinnig. Mal die Anspielstation suchen und dann drauf mit dem Ball. Ah, kommt schon. Nicht so viele Räume geben den 96ern. Nicht, dass sie die auf einmal nutzen. Nöte hat Platz. Kann den aber nicht schön mitnehmen. Mensch. Was machst du denn? Aber den kann er schön abfangen. Ach, come on, mach den halt rein. Der Druck passt, der Druck passt. Aber bis jetzt ohne nennenswerten Glück. Schade. Hemmlein hier mit einem strammen Schuss. Wir bombardieren hier die 96er. Sollte aber nicht in die Depression verfallen, weil wir hier kein Tor schießen. So. Hemmlein, geh mal vorbei hier. Ah, shit. Dann geht er vorbei und Lang verliert den Ball. So, dranbleiben. Ah, Enhard Lempty. Ah, shit. Der war nicht so gut. 96er finden ins Spiel. Oh, komm schon. Und wie die ins Spiel finden. Der geht zumindest weit vorbei am Tor. Da bin ich jetzt nicht mal so mad drüber. Oh. Sauber, schön gemacht, aber die 96er setzen da sofort nach. Sauber, schön dazwischen. Hemmlein läuft. Oh, come on. Oh, passt. So, komm schon, Johnny hat nicht unbedingt viel Platz. So, Jamison. Alter, werd ich hier weggedrückt vom Ball. So. Maidat mit der Freistoß. Schade, kommen wir nicht anständig hin. Oh, shit. Kann man den Schuss nicht ansetzen? Wieder mal nicht. Die lassen uns da auch kaum Räume für Entfaltung. Kurz vorm Tor. So, 41 Minuten gespielt. So, Befreiungsschlägelchen. Ach komm, Foulspiel, na endlich wird's gepfiffen. Und eine gelbe Karte für den Hannoverer Spieler. So, ich stelle mal ein bisschen offensiver. Na, schade, aber eine Ecke holen wir raus. Kann man ja mal mitnehmen. So, Maidat mit der Ecke. Boah, Torwart kommt hier weit raus. Ja, kommen wir nicht hin. So. Nachspielzeit ist eigentlich vorbei. Jury dürfte gleich pfeifen. Da kommt der Pfiff. Halbzeit 0-0. Mensch. Mal wieder mehr Motivation, Leute. Mehr Motivation. Das wäre schön. So. Natürlich gehen wir hier gleich in der zweiten Halbzeit wieder in die Vollen.
Ach, come on. Ecke. Ecke nehmen wir trotzdem. So, Ecke kommt. Jamison steht da. Schade. Der geht ins Aus. Nächste Ecke. So. Oh, was für ein schöner Kopfball, aber vorbei. 7 Schüsse oder 7 Paraden hat hier der Keeper, der gegnerische Keeper schon machen müssen. Und wir haben immer noch kein Tor drin. Ah, Wahnsinn. Was? Der Wahnsinn. Dann steht der da in der Mitte so unendlich frei. Das kann nicht wahr sein. Na komm, der war sinnfrei, der Pass. Da geht die Motivation natürlich in den Keller. Wenn man hier schon mal so drankommt. Mensch. Ja, danke. Zumindest das Foulspiel wird gepfiffen. So, hoch die Tassen. So, und jetzt auf nach vorne. Das wäre so das Ding. Wieso geht der da runter? Ach, come on. Momentan läuft auch gar nichts. Außer rückwärts und gegen die Wand. Pff, dann kommt die Grätsche. Die Grätsche kommt da. So, ran, Leute. Ah, da ist so viel Platz. Er ist wieder drin. Der ist wieder drin. Das sind die Momente, wo man sich so dezent verarscht vorkommt. Wenn man hier reinhämmert wie ein Blöder. Und kein Ding einfach irgendwie über die Linie will. Bumm, da ist er drin. 2-1, Anschlusstreffer. Gosens. Geht doch. So, und jetzt wechseln wir erstmal. So sieht's aus. So. Afane kommt. Auch wenn Godes nicht fit ist, er kommt auch. Und ja, so müssen wir dann beibehalten. 2 Einwechslungen muss dann reichen. Sauber. Schöner Schuss, Gosens. Und so muss das. Jetzt nicht aufgeben, weiter kämpfen. Oh, nichts gibt's. So, Afane. Schön durchgesteckt. Gleich mal weiter zu Jamison. Der hier den Ball verliert. Schade. Oder verlieren kann man ja nicht sagen. Da kam wieder so eine Premium-Grätsche vom Gegner. Ah, schade. Oh, schön dazwischen. So. Boah, Afane. Was machst du denn? Will hier am Gegner einfach nicht vorbeiziehen. So, Hannover kommt. Sauber. So, kontern wollen wir auch noch. Es gibt sich. Ich kann den Hannover-Spieler hier nicht vom Ball trennen. So, schöner Weiterball zu Jamison.
Ah, schade, er kann ihn nicht richtig mitnehmen. So, komm schon. Dranbleiben. Ach, come on, und dann behalten die den Ball. Da ist Platz. Wieder drin. Es kann nicht sein. Oh, jetzt ist aber gut hier. Ah, schade. So, komm schon, dranbleiben. Kämpfen, Leute. Ne. Das wird heute nichts mehr. Da kennt man schon an Abwehr. Und Lempty, keine Ahnung, was der heute hatte. Ah, come on, wieder so ein weiter Pass. Ja, totaler Angriff. Mehr bleibt mir nicht mehr übrig, um vielleicht den Punkt noch zu retten. Eine ganze Halbzeit rennen wir an wie die Blöden. Machen einen Schuss um den anderen aufs Tor, aber ohne nennenswerten Erfolg. Ah, komm, dann zieh halt durch. Dann steh im Abseits, ist ja egal. Hauptsache, man sieht, du willst. Oh, komm schon. Oh, nochmal zurück damit. Ah, einfach nur auf den Keeper, schade. Ah, shit. Nochmal funktioniert's nicht. Oh, passt schon. Naja, hilft nicht. Hilft nicht. Momentan läuft's in der Liga einfach gar nicht. Naja, da muss man durch. Da muss man einfach durch. Mal gucken, ob's bald wieder besser wird. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr morgen auch wieder dabei seid. Und bis dahin, ciao.